Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Diese Regierung agiert nach dem Motto, die grüne Transformation in ihrem Lauf halte weder Ochs noch Esel auf. Man hat nicht den Eindruck, dass die großen wirtschaftlichen Probleme, die wir haben in Deutschland, irgendwie mal angekommen sind bei der Ampel. Aber wir sehen es allerorten, dass es so nicht funktioniert. Unternehmen flüchten aus dem Land, Fachkräfte ebenso. Arbeiten und investieren lohnt sich kaum noch im Land. Die Wirtschaft stagniert, die Wachstumsprognosen müssen immer weiter gesenkt werden. Und dieses Problem, es ist hausgemacht. Das Problem ist diese unfähige Regierung hier. Und das sehen auch die Bürger so, wie die letzten Wahlen ja eindrücklich gezeigt haben. Niemand glaubt mehr den Verheißungen. Das versprochene grüne Wirtschaftswunder, es kommt nicht, es kann nicht kommen bei dieser desaströsen Politik. Und da reicht es ganz sicher nicht, als Bauernopfer die grüne Parteispitze in den Ruhestand zu schicken. Herr Minister Habeck, es ist Ihre falsche Politik, die für den Niedergang unserer Wirtschaft sorgt. Sie sind mit Ihrer ökosozialistischen Transformation grandios gescheitert. Übernehmen Sie dafür die Verantwortung und folgen Sie dem Weg Ihrer Parteivorsitzenden. Keine Erkenntnis. Es geht einfach stoisch weiter. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Es sind die alten planwirtschaftlichen Rezepte. Kenne ich alles noch von der SED-Planungskommission, die alles reguliert hat. Die haben damals schon geglaubt, dass sie es besser wissen, was wir Menschen brauchen. Die Folgen: Mangelwirtschaft und Verfall. Heute wollen Sie uns vorschreiben, wie wir heizen wollen, mit welchen Autos wir fahren dürfen, wie Unternehmer produzieren sollen, welche Energie die richtige ist. Es ist klar, Ihre sogenannte transformative Angebotspolitik, sie ist die kleine Schwester der sozialistischen Planwirtschaft, noch die kleine Schwester. Aber Planwirtschaft funktioniert nicht, hat nie funktioniert und wird nie funktionieren. Allein Ihre Energiewende, die vorne und hinten nicht funktioniert. 6 Billionen Euro wird sie nach einer McKinsey-Studie kosten. Und trotzdem stehen wir beim CO2-Ausstoß schlechter da als fast alle unsere Nachbarn, weil Sie die grüne Kernenergie verteufeln. Dabei wäre Sie der Königsweg gewesen. Aber Sie sind einfach mit Scheuklappen unterwegs zum Schaden unseres Landes. Und weil es der Zappelstrom nicht richten kann, müssen Sie ständig nachregeln. Subventionen hier, Subventionen da, was wiederum natürlich im Endeffekt mehr Steuern bedeutet, Vorgaben, Verbote, das alles hat mit Marktwirtschaft einfach nichts mehr zu tun. Weiteres Beispiel ist der marode Zustand unserer Automobilindustrie und auch der zum Großteil politisch verursacht. Das passiert eben, wenn man den modernsten umweltfreundlichen Verbrenner verbieten will. Also die Technologie, die die Bürger weiter haben wollen, bei der unsere Industrie auch noch Weltspitze ist. Sie wird aus ideologischen Gründen verboten und jetzt kommt sogar noch das schnelle Verbot durch die Hintertür in Form einer Verschärfung der Flottengrenzwerte. Da ist es doch zwangsläufig geradezu, dass VW über den Abbau von bis zu 30.000 Stellen nachdenken muss. Sie haben durch Ihre Politik die Axt an das Rückgrat unserer Wirtschaft gelegt. Ihre Politik kostet Arbeitsplätze. Und wieder folgt daraus nicht etwa, wir müssen umsteuern, sondern wir brauchen dann wieder am Ende Abwrackprämien, Boni, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und die bezahlt am Ende wieder der Steuerzahler. Das ist genau der falsche Weg. Wirtschaft braucht Freiheit. Und das ist der Kern unseres Antrages. Wir wollen Freiheit statt Bevormundung, Entlastung statt Überforderung, Vernunft statt Ideologie. Wir wollen, dass unsere fleißigen Arbeiter und Unternehmer wieder Lust haben zu arbeiten, weil sie merken, dass es sich lohnt. Weil sie für ihren eigenen Wohlstand ranklotzen und nicht für sinnlose ideologische Projekte oder für Radwege am anderen Ende der Welt. Das ist der Stoff, aus dem Wohlstand gemacht wird. Wir wollen einen echten Aufbruch für Deutschland durch günstige und wettbewerbsfähige Energiepreise, durch maßvolle Steuern und Abgaben, durch weniger Bürokratie, durch Technologieoffenheit und durch eine Fachkräftestrategie, die bei der Bildung und Ausbildung unseres eigenen Nachwuchses ansetzt. Sie sind zum Ende gekommen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Eine AfD-Regierung wird Schluss machen mit dem grünen Experiment einer Planwirtschaft 2.0. Wir kehren zurück zu dem, was unser Land stark gemacht hat, zur freiheitlichen sozialen Marktwirtschaft. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ezra Limbacher hat das Wort für die SPD-Fraktion.